Läuft. Läuft. Ich nix überholen. Alter, du warst mindestens 2 Stunden krank. Belana-Wetter. Also ein bisschen Gas geben. Und geschwitzt habe ich. Ich glaube, ich habe 5 Kilo abgenommen, Alter. Moin. Mittwoch, 18. September, kurz nach 7. Wir haben eine ungewollte Premiere heute. Ich versuche jetzt den LKW heil nach Wietzendorf zu kriegen und die Kartoffeln darunter zu kriegen. Mal schauen, ob das alles so hinhaut. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an dich, Jens. Mach dir keinen Kopf. Und ihr dürft ihm alle mal ein bisschen Liebe da lassen. Denn wenn Jens sich krank meldet, dann hängt er halbtot über Zaun. Sonst meldet er sich nicht krank. Also Jens, gute Besserung und mach dir bitte keinen Schädel. Denn ich krieg das ganz sicher hier nicht hin. Also es läuft alles. Bis gleich. So macht Jens das, oder? Licht geht. Licht geht. Also ganz ehrlich, ne? Die Infrastruktur in Deutschland, die ist so langsam einfach nur noch Rott. Und Thomas, die schlechteste Landstraße Deutschlands, diese ist nicht ganz weit davon weg. Leck mir den Arsch. Maisrallye. Nee, ich warte. Keine Probleme, ich zeig. Nix Raser. Junge. Aber der Schweiß an den Händen, der ist jetzt weg gerade. Also ein paar Kilometer hat es gebraucht, gebe ich ja zu. An dieser Stelle Chapeau, Respekt vor der Arbeit eines jeden Lkw-Fahrers. Manche Pkw-Fahrer sind einfach so doof. Du musst ja für alle mitdenken. Für alle denkst du mit. Also zollt den Lkw-Kutschern Respekt. Die liefern euch alles, was ihr braucht. Guck mal da. Rübenernte, oh what? Junge. Jo, hingeschafft haben wir schon mal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch alles wieder hinkriege. Ich werde gleich berichten. Bis hierhin haben wir schon mal geschafft. Junge. Jo, Probenahme haben wir auch gleich geschafft. Einmal noch stechen und dann kommt das Spannende. Kriegt er den daran? Schafft er das? Ich weiß es nicht. Tatsächlich brauchte eine Ehrenrunde. Ist halt so, ne? Eine Ehrenrunde gedreht. Ich bin an die Annahme rangefahren. Ich bin nicht weit genug gefahren und dann schon rumgefahren. Und so kam ich dann nicht mehr richtig an den Strich ran. Und dann sagte er, ach, du kannst auch noch eben eine Runde um die Halle rumfahren. Das ist einfach, als jetzt 10 Mal hin und her zu zirkeln. Danke, habe ich gemacht und da ging es auch. Ja.
Also, bis jetzt haben wir alles hingekriegt. Bis zum nächsten Mal. Tanken müssen wir auch noch. Da muss ich mal gucken, wo da die LKW-Zapfsäule ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. Da bin ich mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall mit der rechten Seite an den Schlauch. So, ich habe meinem spekuliert, da können wir hinfahren. Da passt das. Abflug. Toter Igel, och Mann. Ja. Alter, als ich eben in Neunkirchen an der Tankstelle stand, da hat sich Jens gemeldet und meinte so, erzähl mir mal eben, was ich machen soll, ich bin gleich wieder da. What? Alter, du warst mindestens 2 Stunden krank, also das gibt aber jetzt Absatz oder B-Note. Junge, 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 ich hatte mit der halben hatte ich ja gerechnet, aber 2 Stunden... Das kann doch ja nicht echt. Ja, das hat gepasst. Jetzt muss man nur noch um die Ecke kommen. Juhu! Liebe Leute, rein das Fenster zu, dann könnt ihr mich besser verstehen, sonst gibt es wieder Gejaule. Jürgen rief gerade an, der ist fertig, da wo er war. Und ob wir nicht schon, ja logisch wollen wir schon. So, und das bedeutet, dass wir eventuell das sogar schaffen,
Das wäre richtig geil. Das würde mir sehr gut in den Kram passen, dass wir heute die Belana rausbekommen. Das bedeutet, dass wir dann die letzten Speise zum Einlagern raus haben. Und das bedeutet, dass dann unser Bunker auch frei wäre, um Stärke einzulagern, was mir wiederum richtig gut gefallen würde. Ja, mal schauen. So, der Luca und Marien habe ich eben Bescheid gesagt. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon soweit sind, aber wir haben auch noch keinen Stress. Jürgen braucht wahrscheinlich noch 10 Minuten oder sowas, bis er von da hinten bis hierher ist. Ach, die sitzen schon im Auto. Nee, Marien. Der Luca fehlt. Dann warten wir noch mal eben. Na, das passt doch. Tag. In einer Viertelstunde bringt uns der Herr Tiefbauer einen großen Boschhammer. Ja, okay. Denn das ist ja so wahrscheinlich nicht rauszukriegen, ne? Ja, das ist nur hier unten noch einer, der hier tief reingeht. Ja. Ich weiß nicht, wie tief. Ja, das weiß ich auch nicht. Halber Bunker geht noch rauf, das war auch noch eben ab. Kommt da schon runter. Können wir noch mal eben kurz zur anderen Seite gucken. Das ist ja hier unser Schlag, den hatten die Nachbarn für Mais und da werden wir jetzt wahrscheinlich für dieses Jahr den Winterweizen hinnehmen, denke ich. Für die Fläche habe ich auf jeden Fall das Saatgut bestellt. Bietet sich hier an. Hier können wir regnen und dann hätten wir unser gesamtes Getreide auf einer Fläche, das wäre auch ganz nice. Ja, mal schauen, irgendwie so soll das. Wettermäßig ist es sehr angenehm, leichtes Lüftchen. Gut, es dürfte auch die Sonne rauskommen, hätte ich nichts dagegen, aber wichtig ist einfach kein Regen. Nächste Woche ist schon wieder ein bisschen Regen angesagt, also das ist noch ein Grund mehr zu hoffen, dass wir heute diese Belana hier rauskriegen, damit das mit den ganz empfindlichen Kartoffeln dann nochmal ein Ende hat. Das wäre schon schön, aber so vom Grundsatz her muss ich schon sagen, ist das einfach so. Man schafft so viel mehr. Also zwei Leute dazu, die beiden, die jetzt mit auf dem Ruder stehen, das hilft nicht das Doppelte, du schaffst das Dreifache. Das ist wirklich so. Das ist echt verrückt. Das war genau die richtige Entscheidung, das dieses Jahr auszuprobieren. Und da kam die Frage, ob die wiederkommen. Und da hatte ich auch zugeschrieben, Kommentar beantwortet, glaube ich. Also, wenn es nach uns geht, sehr gerne. Ja, muss mal gucken, was die beiden dann sagen, wenn wir fertig sind. Bislang hörte sich das so an, dass sie auf jeden Fall auch die Motivation haben und Lust, wieder zu uns zu kommen, was uns freuen würde. So, jetzt warten wir noch mal eben kurz den Bunker ab und dann geht es los. Mittag ist durch, die Sonne ist draußen. Den Wagen habe ich gerade gebracht, der da hinten steht. Den habe ich eben hier mit hergenommen. Da fehlt mir noch ein Bunker, den hätte ich da gerne noch drauf, damit sich das lohnt, nach Hause zu fahren. Und hier sind noch ein paar kurze Enden Belana. Und dann da hinten vorm Wald. Das hat dann viel mit Zirkeln zu tun. Stunden mit wenig Kartoffeln die Stunde. Aber es hilft ja nichts, ne? Dafür ist das hier sehr guter Boden. Um nicht zu sagen, unser bester Boden. Ich muss mal eben die Lage eruieren, wie wir hier gepflanzt haben. So, da ist ein Stock. Sind das Belana und da außen Belana. Und dann haben wir, glaube ich, hier den Rest mit leer zugepflanzt. Oh Gott. Ja, irgendwie so. Ja, und das sind nämlich alles leer da bis, den Stock könnt ihr nicht sehen, ich sehe da noch einen Stock, bis zum Stock und der Rest da ganz am Anfang, da hatten wir die letzten Fontane ausgepflanzt, Pommeskartoffeln. Jo, traumhaft. Das ist hier quasi Belana-Wetter, besser geht's nicht. Sehr schön. Hoppala, ein Kran im Weg.
hinten sind sie raus. Da ist der leere Wagen. Und jetzt hier das Gejuckel mit den kurzen Enden hier. Die sind noch gerade hinten am Vorgewende bei, am Busch. Mal kurz auf den Wagen gucken, ob die überhaupt schon nennenswert was drauf ist. Ja, hätte ich mich nicht so abhetzen brauchen. Naja, ein Bunker ist drauf. Jo, die Belana 2024 haben wir raus. Wir haben sie noch nicht alle abgekistet, aber wir haben sie raus. Ich weiß nicht, wie viel da noch drauf ist, aber den müssen wir noch durchsortieren. Und dann haben wir auch alle abgekistet. Das hat geschafft, du Junge. Und weil das so gut klappt, fahren wir jetzt noch einmal Stärkeroden. Jens nimmt jetzt den Zug mit nach Hause. Ach, hier steht der Kaffeekorb. Ich fahre diesen nach Hause. Dann fährt Jens den LKW dahin. Ich fahre den anderen, oh Mann, den anderen Tandemkipper dahin. Den haben wir nämlich eben noch leer sortiert. Jo. Und dann fahren wir mit dem Autowagen nach Hause. Fangen an, diesen zu sortieren. Dann fahren wir mit dem Autowagen wieder hin, holen den LKW, den Tandem und dann machen Feierabend. Aber bis das soweit ist, dauert das noch ein bisschen. So. Alter, kann ich eigentlich auch drauf verzichten. Zwei Knöpfe kann ich ja so drücken. Ja, sehr geil. Also ich halte fest. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, wir haben die Speise raus, haben wir ja nicht. Da sind ja noch ungefähr 3 Hektar leer, die vom Feld direkt weg sollen. Also so richtig feiern können wir noch nicht. Noch mal aufs Feld. Nochmal Stärkekartoffeln auf dem LKW für morgen. Wenn der Roland schon mal Zeit hat, dann kann man das auch mal so mitnehmen. Ne? Einschneiden nicht vergessen, auch wichtig. Dann haben wir das Feld nämlich auch geräumt da. Sehr schön. Was staubt das schon wieder? Piekfein. Kann theoretisch morgen noch mal ein bisschen in den nassen Ecken rumfischen. Da kommt Jens. Weggezogen hier. Und da kann man das sehen, da stand überall noch Wasser. Trocknet ab. Sonne und Wind, das hilft. Da steht noch was. Aber befahrbar, das ist die Hauptsache. Ja. Wo stellen wir ihn hin? Da wieder auf dem Grünstreifen, glaube ich, das sicherste. Weiter, sonst fahre ich noch wieder, muss ich noch wieder zurück von denen rausziehen. Geht wohl. Sieht gut aus. Sehr gut. So, den machen wir hier.
ganz viel kommt auf den Kipper, glaube ich, nicht rauf. Wenn der LKW fertig ist, also zumindest werden sie nicht noch einen Wagen brauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es so wäre, aber ich glaube eher nicht. Theoretisch soll das eigentlich klappen, dass wir diese hier heute rauskriegen. Dann haben wir nämlich hier geräumt. 8 Hektar, 6 Hektar. Das wäre schon mal was, ne? So. Wir fahren jetzt mit dem Autowagen zurück und sortieren die letzten Müller. Na, zumindest fangen wir noch an. Schön die Kartoffeln reinschmeißen, dann haben wir Kartoffelsalat. So, hier fehlt noch ein bisschen was. Da soll aber noch was reinmachen. Fertig. Schlag geräumt. Ja, Schlag geräumt, juhu. Geil. Ja. Jo, das ist doch mal geil, das gefällt mir. Da hinten wird auch gehackt. Und da irgendwo höre ich auch einen Hacker. Und da läuft auch noch irgendwo ein Rupperroder. Zumindest war der eben noch da. Das sind alle am Gas geben, weil nächste Woche unbeständig. Aber da kannst du nicht vorweglaufen. Aber eben auch zu Jens gesagt, wir machen jetzt, morgen pflücken wir noch nasse Ecken raus. Da den Rest. Hinter dem Schlag, wo ich den Akkuleiner versenkt hatte, da 2 Hektar Keil, der muss raus. Und dann da hinten bei uns da irgendwo auch noch so ein blöder Keil, der auch zu nass ist. Ich denke mal, das ist die richtige Reihenfolge. Eigentlich hatten wir überlegt, Osterfese, der Vorgewende, das ist auch nass. Aber alles auf einmal geht halt auch nicht. Ne? Aber der Plan ist jetzt so, dass wir morgen noch mal einen Tag voll machen mit Stärkeroden. Mal schauen, wie das läuft.
Donnerstag, 19. September. Jens will unbedingt noch fahren. Jens geht's gar nicht gut. Ich habe gesagt, lass das. Nee, die Tour fahre ich noch. Was willst du machen? Wenn er wieder da ist, stellt er den unterm Schauer ab und dann soll er bloß nach Hause gehen. So, ich fahre jetzt mal eben hiermit zur Werkstatt. Denn wir haben da gestern eine Undichtigkeit festgestellt. Am Lenkzylinder, da liegt jetzt kein Öl, weil wenn er entlastet ist, passiert nichts. Den lassen wir jetzt schön entlastet, fahren da eben hin, dann sollen sie mal einmal gucken. Ich glaube, der ganze Zylinder, also die Zylinder, das sieht danach aus, als wäre es der Zylinder selber. Das heißt, austauschen und das so schnell wie geht. Wir brauchen den Wagen. Also einmal dahin. Vater fährt 7:45 los. Wir haben noch ein bisschen umgeplant. Wir wollten eigentlich hier hinter Baddelsdorf wohnen. Da sind ja noch ein paar Kartoffeln drin auf einem Stärkestück und dann das nächste Stärkestück, diesen Keil an der Windmühle da rausholen. Nächste Woche ist richtig Regen angesagt. Jetzt haben wir uns aber überlegt, wir fahren erst nach Osterfesede, das Vorgewinde rausholen, weil da wird es wahrscheinlich noch kritischer, wenn es regnet. Wenn es jetzt heute überhaupt geht, das werden wir sehen. Wir fahren dahin, wenn wir das mit dem Lenkzylinder geklärt haben. So, wir kommen jetzt Eckart. Radio aus. Aber die Lüftung kann ich gleich aus, oder? Leiser drehen hier. Bis gleich. Also der andere Tandem ist bei der Werkstatt, er will da mal eben nachgucken, meldet sich gleich. Morgen roden wir nicht, deshalb heißt, dass wir, dass ich den morgen hinbringen kann, wenn sie dann den ganzen Zylinder tauschen müssen. Heute geht das dann auch eben so, muss so gehen, weil wir werden den brauchen nachher. So. Und hier waren ja noch Kartoffeln von gestern drauf, das war ein Bunker. Die waren mir nicht gut genug, um sie da jetzt mit einzulagern. Deshalb habe ich die an die Wand gekippt. So, abgesenkt ist er. Dann noch eben die Klappe zu. Und dann fahren wir. Machen wir das denn jetzt, ey? Mal sehen. Auf jeden Fall nehmen wir den Zug mit nach Osterfesede gleich. Und dann mal grübeln. Zum Glück klingelt das Telefon. Oh. Jo, das war die Werkstatt am Telefon. Ich hole den jetzt erstmal eben wieder ab. Da muss tatsächlich der komplette Zylinder getauscht werden. Den bestellen sie, dann haben sie den wohl morgen früh da. Dann kann der morgen früh hin, dann haben sie den ganzen Tag von mir aus Zeit, den umzubauen. Weil, wie gesagt, morgen brauchen wir den nicht. So, mal wieder. Ach guck, Ina ist schon im Büro zugange. Fleißig, fleißig. Jetzt in ein Tandem noch mit hin. Da wäre, glaube ich, passig für das Vorgewende oben. Da in Osterfesede. Den stelle ich da ab, dann fahre ich mit dem Haubewagen nach Hause. Der ist ja da. Und hole den nächsten Zug her. Den anderen, irgendeinen anderen Zug. Aber jetzt haben wir es halb 9. Ja, mal sehen, wie wir dann weitermachen. Ob wir da dann vielleicht sogar bis Mittag roden oder so. Könnte man sich gerade überlegen. Dann, dass ich den LKW dann noch mit hole. Dann können wir
mal den für Dienstag direkt voll machen. Wäre eventuell nicht ganz doof. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich noch irgendwie was abladen. Weil fahr dann heute Nachmittag die zweite Wissendorf-Tour fährt. Ja, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ach je, ich sehe schon. Da geht nicht alles raus. Ich lasse den jetzt mal eben hier an der Seite stehen. Piep, piep. Junge. So, die große Preisfrage ist, wo steht der Autowagen? Hier vorne ist er nicht. Wahrscheinlich da ganz hinten. Dann laufen wir da mal einmal rüber. Den brauche ich jetzt. Ui, hier ist nass. Hier haben wir getigert. Und nicht gepflügt. Da waren ja auch schon in den letzten Videos immer mal wieder die Frage, wie sieht das aus? Das können wir dann demnächst sagen, ertragsmäßig, dass wir da mal einen Vergleich ziehen. In der Vegetation war jetzt so kein Unterschied festzustellen. Aber wie gesagt, Ertrag können wir jetzt in Kürze irgendwann mal sagen. Zumindest grob, ne? Wir fahren jetzt nicht damit alles über die Waage, aber man sieht das ja auch auf dem Band, was kommt. Und irgendwo muss man eben überlegen, was machen wir denn am besten hier direkt, wo der Übergang war. Das muss, ne, ein bisschen weiter noch. Da hinten ist ja so ein Graben und ich glaube, das war so ziemlich auch die Grenze, wo wir dann mit dem Tiger aufgehört haben und mit dem Flug angefangen. Hier ist das nass. Hier hat er ein bisschen gewühlt. Da werden wahrscheinlich dieses Stück hier drin bleiben. So, hier. Irgendwo hier. So, so müsste es sein. Flug, Tiger, Telefon. Von Wiesendorf zurück. Ich mache jetzt auch Wochenende. Mir geht das gesundheitlich nicht ganz so gut. Ich muss das erstmal klären beim Arzt und sowas alles. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, nächste Woche wieder. Hoffe ich doch. Wie gesagt, Wiesendorf-Tour habe ich gemacht heute noch. Das geht ja alles. Aber ich muss jetzt nach Hause. Und dann morgen früh zum Arzt nochmal. Da habe ich einen Termin. Gestern war ich schon da. Da muss erstmal ein bisschen was geklärt werden. Deswegen sage ich schon mal Tschüss. Denkt an die Daumen und Abo. Und Sven macht den Rest dann, ne? Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Na Jürgen, läuft, sagst du, ne? Läuft. Staub nicht so toll, aber... Nee, Staub gar nicht. Das hätte ruhig stauben können hier. So, wir fahren dann auf dem Evo auch nochmal bei Jürgen mit. Da habt ihr beides gesehen. Ne? Heute ist er ja mit dem SE hier. Jo, oh, mal gucken, ob wir den vollen Wagen hier auch gleich wegkriegen. Bin mal gespannt. Ich habe kein Frontgewicht in der Tasche. Aber keins mit. Aber Vater ist mit dem 716 und den zwei vollen Wagen ja da weggekommen. Der hat aber auch ein Frontgewicht mitgenommen. Und ein Seil sicherheitshalber. So, muss jetzt aufpassen. Jo, aber wo wir gerade die Infos haben, hier 18,08 Hektar hier. Ach Gott, bitte.
drüber weg anscheinend. Nochmal einmal darüber. Nice. Aber dann lassen wir jetzt auch da vorne erst. Scheiße, ich habe Licht angelassen. Wieso hat der denn nicht gemeckert? Was soll das denn? Mann, ey. Oh, ich stelle fest, wir müssen den Stützfuß höher anschrauben. Hier ist noch ein bisschen Luft. Das bringt ja so ein Stück. Das hilft schon. Das ist ja scheiße. Der muss höher. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Ach, du kannst es nicht. Das passt da gar nicht alles rauf. Fuck. Ja, ist ja gut, dass sie viel bringen, aber das passt hier nicht alles rauf, jedes Stück Vorgewinde. Teufel. So, hab da noch mal eben hingeguckt. Also wir versuchen jetzt hier die kritischen Stellen rauszuholen. Also Vorgewinde so weit, dass man drehen kann. Und ja, auf der anderen Seite das Vorgewende noch, weil dann hat gerade noch den anderen Akkuliner zurückgebracht, nimmt den anderen Tandem mit nach Hause, der voll war, kommt dann mit dem Autowagen wieder, damit die beiden dann auch nach Hause kommen, wenn Mittag ist. Und jetzt müssen wir hier noch einmal ein bisschen hoch und runter, bis hinten halt der zweite Zug voll ist, weil da war auch ein nasses Loch. Da war, wenn ihr die alten Videos guckt, auch mal der Güllewagen leicht versenkt, als ich hier gegrubbert habe. Das ist da irgendwo im Frühjahr in den Videos zu sehen. Jo, so, und dann müssen wir hoffen, dass es nächste Woche nicht allzu viel Regen gibt. Der Plan ist, dass es auf jeden Fall Montag hier weitergeht. Mal schauen, wir werden hier bis Mittag halt jetzt roden, das ist noch eine Stunde ungefähr. Und dann rücken wir hier ab, machen Mittag und roden dann in Battelsdorf weiter. Ich denke, da werde ich den LKW dann nochmal hinfahren. Dass wir den dann auch schon mal voll haben. Und je nachdem, wie die Kartoffeln sind, entweder lassen wir sie gleich drauf für Dienstag oder wir laden den noch ab. Das sehen wir dann. Mal schauen. So, ein Bunker geht hier noch rauf und dann kann ich damit auch los. Abflug. Ja. Da steht Europa, läuft Europa von Jochen. Jochen kennt ihr aus dem letzten Video, nein, nicht Jochen selber, aber seinen neuen Sturzbunker von Midema. Da haben wir gesehen. Da sind sie am Saatkartoffeln oben. Da könnt ihr das erahnen, ich sehe es gut. Ich habe ja auch eine Brille auf. Und mal gucken, wie viel da drauf ist. Nächstes Mal nehmen wir hier noch den Bums hier mit raus. Hier stand auch Wasser. Das wird auch nicht eingelagert, sondern direkt nach Wietzendorf kommen. Und bis da, wo es matschig ist, habt ihr vorhin gesehen. Und die paar Reihen in diesem Loch, die werden wir wohl nicht rauskriegen. So. Hoppa. Ah ja, das lohnt sich ja. Auf dem anderen sehe ich jetzt nichts, aber da wird ja wahrscheinlich schon ein Bunker drauf sein. Das hier passt. Und dicke Dinger. Und auf den ersten Blick zumindest kein Gammel. Das ist was
fürs Lager, würde ich mal sagen. Sehr schön. Das sind echt hier, guckt euch mal die. Ah, da ist eine Gammelige, weg damit. Na, hier sind doch welche zwischen, verdammt. Guckt euch mal das dicke Ding an. Ey. Nice. Jo. Jo. Dann nehmen wir den Bunker jetzt hier rauf. Und dann ist hier Schluss für heute. Geht's zum Mittag. Jürgen kann den Ruder schon mal auf dem nächsten Stück parken. Das sehe ich da nämlich auf dem Weg, auf halbem Weg nach Hause. Dann kann Marien dann mit dem Autowagen eben ranfahren, Jürgen mitnehmen. Dann machen wir Mittag und dann geht das. Wir nennen ihn immer der vergessene Hektar. Den hatten wir beim Pflanzen tatsächlich verdrängt. Ein Hektar, ganz nass. Naja, da machen wir jetzt den Rest noch raus. Und dann geht's auf so ein keiliges Stück, wo ich dann eigentlich den LKW hinstellen will. Da muss ich, wir fahren erstmal einmal mit dem Tandem hin, gucken, wie das da passt mit dem LKW. Oh. Dann sollte das eigentlich hinhauen. Dann machen wir noch einen Zug, dann haben wir die und vielleicht noch beide Tandem einmal. Und dann ist wahrscheinlich auch Feierabend. Vorbeigefahren. Jürgen, da ist der vergessene Hektar. Jetzt fährt er da hinten rein, mal von mir aus. Und da ist der Weg, den wir eigentlich reinfahren. Jürgen wird wohl auch eben quer fahren können. Dann ist das so. So, und da ist der Schwattleger, der Ruder. Die sind wohl an der Mittagspause und da läuft der Schwattleger gerade. Puh, Mittag haben wir gehabt. Denn auf zum vergessenen Hektar. Hier staubt es überall und da ist unser Versenkloch. Kannst du dir echt nicht ausdenken. So, und hinter diesem Schlag, geradeaus weiter, ist unser vergessener Hektar. Hallo, vergessener Hektar. Ein paar rein noch. Ah. Also der vergessene Hektar, der wollte vergessen werden, weil den kannst du auch vergessen. Alter Schwede, nur Dreck. Und gut, dass das nicht mehr viel war. Aber das hätten wir hier nach dem Regen nächste Woche, der im Moment auf dem Zettel steht, nicht rausgekriegt. Hier ist alles schön. Aber da und da, da ist gar nichts schön. So, aber wir haben es ja geschafft. Jetzt heißt es schnell nach Hause, LKW holen. Muss er da sein, bevor er den nächsten Bunker voll hat. Dann mit dem Autowagen nach Hause. Zu Hause den einen Akkuleinerzug leer machen, diesen hier leer machen und wieder hinbringen.
ein bisschen Gas geben. Jens ist ja nur erstmal ausgefallen und an dieser Stelle nochmal gute Besserung, Jens. Das ist auch richtig so, dass du erstmal zu Hause bleibst. Und Fadan fährt jetzt nach Wietzendorf. Der müsste jetzt gerade losgefahren sein. Zweite Tour heute. Ja. Muss mal zusehen, dass wir das irgendwie so hinkriegen, ne? Aber das läuft sich alles zurecht. Ich muss ja keine Kisten mehr füllen. Sag Jürgen, oh, das kann Jens aber besser. Ja, das weiß ich, dass Jens das besser kann. Mann. Aber Jürgen kommt dran, Jürgen kann den Vollroden. Was soll das? So, jetzt geht's zu Hause weiter. Wagen leer machen und boah, jetzt ist es 14:30 und hier 15:30 ungefähr, 15:40 ist der LKW voll. Ein Zug, ein Tandem maximal und dann ist sowieso Feierabend, glaube ich. Na, mal schauen. Warum fallt ihr denn auf einmal aus dem Träger? Junge, da muss man aufpassen. So. Zug abgekippt. Wieder zusammengehängt. Jetzt fahren wir den auch hin. 15:49. Was habe ich denn? Oh Mann, wann bin ich denn da eben weggefahren? Ich hab's euch erzählt und ich hab's selber vergessen. Scheiße. Ja, wir gucken gleich mal eben auf dem LKW rauf. Aber Nina hat schon mal Kaffee vorbereitet für die Roder Crew. Dann können die zwischendurch noch einen Kaffee trinken. Oh, dann habe ich noch ein bisschen Luft. Kann auch Tandem abkippen. Braucht ein Auto. Wahrscheinlich noch ein bisschen raufgekonnt. Hat er denn schon was auf dem Kipper? Mal schnell mal eben rauf spekulieren. Aber wir haben zu Hause genug Kartoffeln. Notfalls kann man rein, zwei Schaufeln rauf. Ein ganzer Bunker wäre zu viel. Kaffee haben sie gemacht. So, mal eben spekulieren, wie lange ich jetzt Zeit habe hier. Boah. Da ist noch nichts. Der ist noch leer. Ich will Jürgen mal eben fragen. Ich glaube fast, da kann doch noch ein Bunker rauf, zumindest ein halber. Ich muss mir mal die Uhrzeiten merken, habe ich mir wieder nicht gemerkt. So, da war es nass. Das kriegen wir heute ja weg. Dieses Stück hier, wenn das wegkommt, ist alles gut. Dahin war es ja trocken, auch im Frühjahr. Hier hatten wir auch gefilmt, hier war René auch. René Wengelenski hat für Grimme gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwo zu sehen war. Muss ich ihn mal fragen. Oh, lass meine Plane heilen. Ja, passt. Frage ist nur, wie kriege ich den verdammt noch mal unter das Dach, wo Jens ihn immer hindrückt? Alter! Die Spannung steigt und wir lernen immer mehr dazu.
Ich habe es geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es geschafft. Und geschwitzt habe ich. Ich glaube, ich habe 5 Kilo abgenommen, Alter. Boah, aber es passt. Jo. Also wenn du draußen daneben stehst, hast du so viel Platz. Das sieht alles aus, als kannst du da 5-mal durchfahren. Und wenn du dann auf dem Bock sitzt, dann siehst du hier gar keinen Platz. Null. Ach, der neue AdBlue-Tank ist gekommen. Können wir gleich auch nochmal reinstellen. Ich bringe mal eben den Kaffee. Nee, kann ich mir das Fahrrad nehmen. Oh, den stellen wir gleich nochmal eben weg. Ja, und dann holen die jetzt den einen Zug noch voll und dann ist Feierabend da. Jürgen muss noch zum anderen 2 LKW roden. Und das ist, glaube ich, auch für Raluca und Marien reicht das dann auch. Jo, ganz schön warm geworden. Ich glaube, wir können ja mal gucken. Ich glaube, das sind über 20 Grad. Fühlt sich an wie 23. 22,3. Und den Kollegen nochmal abladen. Den kippen wir auch an den Haufen ran zum direkt nächste Woche wegfahren. Denn das ist nichts Gutes zum länger Einlagern dabei. Und dann kann der Kollege nämlich morgen eben zur Werkstatt, damit der Kollege seinen neuen Hydraulikzylinder bekommt für die Lenkung. Jo. Ach, da können wir ja auch geradeaus rausfahren. Steht da was im Weg hier? Stapler vielleicht? Nö. Passt. Den wollte ich noch wegstellen. Scheiße. So, AdBlue an der Seite stellen, ne? Ja. Jo. Guten Morgen. Freitag, 20. September, 13 Grad. Morgen schon die Klappen in der Halle aufgemacht. Was ist denn hier los?
hochladen will. Boah, hab ich das jetzt verpasst. Ich fahre jetzt den Kipper zur Werkstatt. Der Zylinder ist gekommen. Dann können sie heute irgendwann einen Tag über in Ruhe fertig machen. Wir brauchen den heute nicht, weil wir heute nicht roden. In den Kommentaren hatte jemand gefragt, warum ich immer den Kreuzhebel bediene, wenn ich den Schlepper starte. Ist ganz einfach. Auf Gelb haben wir Kippen, auf Blau haben wir die Lenkachse und die entlaste ich beide immer. Beim Kipper müssen wir das jetzt nicht zwingend machen, aber die Lenkachse auf jeden Fall, weil sonst lenkt sie nicht mit. Und in diesem Fall würde dann auch wieder ein bisschen Öl da hinten rauskommen, wenn der Druck drauf wäre. Also, lasse den Druck weg. Das hat sich aber ja dann heute Nachmittag erledigt, wenn das Ding umgebaut ist. So, also, einmal zur Werkstatt. Dann wird das heute... Die Klappe noch mal einmal wieder zu, die Tür ist nicht richtig zu. Dann wird das heute noch ein bisschen bei Kartoffelsortieren beigehen. Da kümmert sich Vater aber drum. Ich bringe das... Mann, ich bringe das gleich noch eben in Gang. Ich habe heute Vormittag im Büro zu tun. Zwischendurch fahre ich noch mal eben eine Stunde los. Ich will einmal zum Barber. Ich hatte das im letzten Video ja gesagt, den Nacken muss mal ausrasiert werden, hilft alles nichts. Da will ich gerne noch mal eben einmal hinjuggeln und ansonsten halt im Büro bis Mittag ist der Plan. Und dann sehen wir mal weiter. Dann müsste das sortieren, das ist nicht viel, eigentlich auch schon. Das wird wahrscheinlich gegen 11 Uhr fertig sein. Mal schauen. Kartoffeln roden hatten wir erst gedacht, morgen noch ein bisschen. Morgen ist aber Erntefest bei uns im Dorf und da haben wir gesagt, dann gönnen wir uns das auch mal nicht zu roden. Eventuell Sonntag noch ein bisschen. Das wird sich aber noch rausstellen. Und Sonntag dann auch nur aus dem Grunde, weil nächste Woche Regen angesagt ist. Der eine Wetterbericht sagt schon ab Montag, die anderen sagen ab Dienstag, Mittwoch soll sich das Wetter drehen. Ja. Ich weiß es nicht. Ändern können wir es ja sowieso nicht. Wir haben ja nun schon einen Teil von den nassen Stücken raus. Wenn es richtig schifft, dann müssen wir halt gucken, wo wir dann für Wietzendorf roden, bis es wieder abgetrocknet ist. Ne? Aber auch das werden wir sehen. So, jetzt erstmal eben zur Werkstatt. Und zu Fuß zurück. So, wird Herbst jetzt, ne? Bald ist Weihnachten. Meine Güte, die Zeit rennt. Liebe Leute, mit diesem Bild hier verabscheue ich mich. Das Video ist zu Ende. Und zwar, ich bin immer noch im Büro zugange. Also ich habe heute nicht wirklich was geschafft, außer dass wir, bevor ich heute Morgen los bin zum Barber, und übrigens gab es da keine Massage, aber immerhin den Nacken ausrasiert. Sollte passen. War hier eine Phase weg, also quasi Teilstromausfall und keiner wusste warum. Und so ein ewiges Gesuche, aber wir haben es wieder hingekriegt. Sortiermaschine läuft. Oh, jetzt ist das hier so windig, dass ich mich wahrscheinlich... Schmeiß mir keine Eiche auf den Kopf. Moment. So, hier zieht es nicht so und dann ist das vielleicht auch nicht so ein Geräusch in der Aufnahme. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe im Büro noch zu tun und deshalb wird dieses Video jetzt beendet werden. Wir haben zwar morgen noch ganz gute Arbeit vor uns, bis Mittag, und dann ist ja auch Erntefest und abends sind wir noch auf Geburtstag eingeladen, wie das alles so ist, und deshalb muss das Video auch irgendwie irgendwann nochmal fertig. Da kann ich die Dateien dann schon mal rüber kopieren und dann eventuell heute Abend schneiden, so, das sehen wir dann. Deshalb sage ich jetzt Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr Fragen habt, lasst gerne da unten in die Kommentare, wieder einen Kommentar da.
Was sachlich ist, wird auch beantwortet. In letzter Zeit waren wir noch mal ein paar, die waren ein bisschen blöd, aber da wird einfach nicht drauf reagiert. Und wer unverschämt wird oder beleidigt, der wird auch gelöscht. Also, ne, das handhaben wir wie immer. An dieser Stelle darf ich euch noch sagen, Jens geht es deutlich besser. Er war vorhin, heute Morgen noch kurz da, wir haben kurz gesprochen und er hat auf jeden Fall jetzt die Schmerzen nicht mehr, was schon mal sehr schön ist, das freut mich. Jens, ne, wird in Ruhe gesund, nicht stressen. Und wir sehen uns dann Donnerstag im Video wieder. Also, wenn es gefallen hat, ne, wie gesagt, den nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Fürsing! Das finde ich übrigens ganz schick. Kann so bleiben, ne? Muss ich Ina mal fragen, was sie davon hält. Naja. Mieze Katze.